Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19-Projekt hier auf der Map Hofbergmann. In der letzten Folge habe ich ja hier auf dem Feld angefangen, Ballen zu pressen und musste dann feststellen, dass meine Ballenpresse so komisch hinter mir hergeruckelt und gezuckelt ist. Und dann habe ich mal geschaut, was es noch so gibt und dann diese Krone Big Pack Presse hier gefunden. Habe euch gefragt, wie sieht's aus, sollen wir uns das Ding kaufen? Und ihr habt gesagt, yo, das sollen wir uns kaufen. Das habe ich gemacht und es ist phänomenal, viel besser als die alte Presse. Werden wir gleich auch sehen. Und ich habe noch vieles anderes gemacht. Ich habe mir nämlich eure Kommentare natürlich durchgelesen, habt auch viel gelernt und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut, was es so für Modifikationen gibt. Und da sind auch richtig tolle Dinge rausgekommen, die ich zum Teil dann zeigen werde in den nächsten Folgen und teilweise auch schon in dieser Folge. Da habe ich auch schon was Schönes vorbereitet. Ich freue mich drauf, ihr merkt es schon. Und ja, konnte viel lernen, konnte viel mitnehmen, konnte viel ausprobieren und habe auch ein paar Pläne geschmiedet. Und ich glaube, jetzt langsam lübt der Lachs hier. Ich habe die alte Presse verkauft, dadurch habe ich relativ viel Geld verdient. Dann habe ich schon die ersten Strohballen, nämlich diese Rundballen hier verkauft. Ich glaube, hier rechts liegt noch einer. Genau da, den habe ich vergessen, habe ich gerade erst gesehen. Aber die restlichen Strohballen, die jetzt hier liegen, werde ich dann in dieser oder der nächsten Folge verladen und dann ebenfalls verkaufen. Das gibt zwar pro Ball nicht so wahnsinnig viel Geld, aber in Summe wird uns das schon ganz gut tun. Das Fleisch, das sind mittlerweile Fleischberge, die da zu verkaufen sind. Und ja, um die Milch, um das Wasser und so, da muss ich mich noch kümmern. Gucken wir mal, ob ich das heute hinbekomme. Aber uns stehen glorreiche Zeiten bevor, das kann ich schon sagen. Ach ja, und ich war in der letzten Folge, habe ich über krass Klassenfahrt, glaube ich, geredet, dass mir das irgendwie gezeigt wurde, vorgeschlagen wurde und dann habe ich es mal angeklickt und habe ich es mir angeschaut und ich habe euch berichtet, meins ist es nicht. Dann gab es in den Kommentaren so ein paar Menschen, die haben gesagt, Ansgar, verstehe ich voll und ganz, bin da ganz bei dir. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das ist das Beste, das ist so cool, das ist so spannend, so lustig. Und dann dachte ich mir, okay, give it a try, vielleicht habe ich mich ja, vielleicht habe ich das Falsche angeguckt. Und dann habe ich mir nochmal eine Folge angeguckt. Ich habe nochmal gesündigt bei der Vorbereitung hier, bei der Projektvorbereitung und dachte mir, dieses Mal muss es ja klappen, aber weit gefehlt. Ich konnte es mir nicht zu Ende anschauen. Ich schäme mich da. Aber gut, schaut es ruhig weiter, wenn es euer Ding ist, dann möchte ich euch das nicht madig reden. Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, da fährt man mental wirklich komplett runter. So, aber es gab auch noch gute, hilfreiche, lehrreiche Kommentare, zum Beispiel zum Thema Greifvögel. Das habe ich in einer der letzten Folgen aufgegriffen. Mensch, Steiser, der Graf. Hallo Ibims, Greifvogel. Ja. Ein bisschen zu viel krass Klassenfahrt geguckt, glaube ich. bei dem Humorlevel. Nee, genau. Also zu dem Thema, ich hatte ja irgendwie nach Nachteilen gesucht, zu diesem mobilen Hühnerstall. Habt dann gesagt, jo, das ist anfällig für Greifvögel, weil ihr mir das geschrieben hattet. Und jetzt hieß es aber nochmal, ja gut, stimmt zwar, aber normale stationäre Hühnerställe sind jetzt auch durchaus anfällig für Greifvögel. Ich meine, überdachte Anlagen natürlich nicht, aber sobald irgendwas draußen ist, klar. Und es gab aber auch noch den Tipp, Ziegen dazu zu tun. Man kann Ziegen und Hühner wohl in einem Stall halten und diese Ziegen halten dann Greifvögel manchmal ab. Sehr interessant. Also viel gelernt. Ziegen mag ich sehr gerne. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor einem Jahr so einen Ziegenbock gefüttert. Da waren wir in so einem Zoo oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir da reingekommen sind. Aber dann waren wir auf einmal drin und dann konnte man sich da an so Automaten so Futter kaufen. Und dann dachte ich mir, ja, dem Ziegenbock gönne ich aber heute mal. Und dann habe ich ihn da verköstigt. mit irgendwelchen Pellets, so, also gepresstem Futter. So, da haben wir schon. Ihr seht, das geht ratzfatz mit der Presse. Eine Bombenidee gewesen. Zack, 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 zack. Und jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen sauber machen, denn ich habe hier ein bisschen was liegen lassen. Das kann ich nochmal gerade schnell mitnehmen und dann haben wir es gleich auch schon. Na hör mal. Heute wird so ein bisschen die Strohfolge hier im Projekt. Na, was haben wir da vorne noch? Ich glaube, hier ist schon alles sauber, ne? Aber Bombengerät. Also ich kann nichts Schlechtes sagen. Herzlichen Dank für den Tipp. So glücklich war ich selten. Ich bin auch glücklich, endlich wieder aufnehmen zu können.
Denn ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe ja vorgestern, wenn ihr das Video seht, das nehme ich nochmal mit. Wir können uns nicht erlauben, hier irgendwas zu verschenken. Und da vorne kann ich dann auch nochmal. Logischerweise sollte man das eigentlich direkt am Anfang sauber machen. Aber wenn man da mal kurz unkonzentriert ist oder so, passiert das schon mal. So. Nehmen wir das hier nochmal mit. So. Okay. Da haben wir doch. So, ich glaube, den Rest kann ich hier guten Gewissens untergrubbern. Beziehungsweise ich habe ja Direktsaat, dann kann ich auch mit der Direktsaat arbeiten. Ah ne, da hinten ist noch was. Oh, fast wäre ich schon nach Hause gefahren. Aber hier ist noch richtig das ist ein ganzer Strohballen, der hier noch liegt, du. So. Das Tolle ist, man muss hier nicht zurückfahren und auch nicht warten, sondern die werden einfach direkt zack, zack, zack rausgeschoben. Aber es ist mir, also warum die so günstig ist, diese Big Pack Ballenpresse, das ist mir nach wie vor ein Rätsel. So, jetzt können wir, glaube ich, das Ganze erstmal einklappen. Jetzt müssten wir... Ach, die Ballenkapazität können wir auch noch. Achso, okay, wir müssen erstmal den Ballen abladen, dann machen wir das mal schnell. Schieben wir beide raus hier, oder geht da nur einer raus? Okay, offensichtlich, den anderen können wir nicht rausschieben. Schon lange nicht mehr gemacht, irgendwie. Ich hatte halt immer meine Rundballenpresse, ne, die kleine. So, und dann fahre ich damit jetzt einfach mal zurück zum Hof. Und die werden wir dann später, ja, ich denke, mit einem Frontlader verladen, weil ich nicht glaube, dass wir einen Aufsatz für den Teleskoplader, so einen Ballenspieß für den Teleskoplader haben. Glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir hätten es nicht. So, aber wenn wir am Hof sind, dann kann ich euch eine tolle neue Sache zeigen, für die ich ein bisschen rumprobieren musste. Aber dazu dann gleich mehr. Oh, schöne Gegend hier. Ich streame im Moment ja auch viel Stappenbach. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich würde gerne noch viel mehr streamen, aber irgendwie, man muss es ja irgendwie, dann kann ich keine YouTube-Videos mehr machen. Übrigens, es wurde jetzt alles so ein bisschen pausiert, weil ich ja an einem etwas aufwendigeren Video gearbeitet habe. Vielleicht habt ihr es gesehen, kam vor ein paar Tagen ja dann raus. Und zwar das Video mit den kuriosen Mods für den LS19. Ich fand das ganz witzig, einfach auch mal sowas zu machen, aber man unterschätzt immer den Aufwand. Auch ich habe den etwas unterschätzt, weil wenn ich sowas mache, dann soll es ja auch vernünftig sein. Und ich glaube, die Presse bringe ich mal hier rein. Deswegen wurde es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen ruhiger auf dem Kanal. Sowas gibt es ja dann immer mal. Aber das ändert sich jetzt in den nächsten Tagen wieder. Bis ich dann Ende Juli, glaube ich, endlich zumindest mal eine Woche im Jahr in Urlaub fahre. So. Oh, Maite. Da rangiert er wie kein Zweiter. Steht er noch? Ne, da steht nur der Zedder. Ach, gut, dass wir einen haben. Gut, dass ich mal vorbeigeschaut habe hier. So. Dann machen wir es einmal los. Jo, jo, jo. Zapfwelle einmal ab und dann Tschüsschen. Die brauchen wir später nochmal fürs andere Feld. Da wird sich die ganze Prozedur nämlich nochmal wiederholen. Aber erstmal möchte ich das eine Feld da von den Ballen beseitigen und werde einfach alles auf einen Anhänger, glaube ich, laden. Wenn das funktioniert, muss ich mal schauen. Hier werde ich den Frontlader dran machen an den Klaas. Aber ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe mal wieder eine Sache runtergeladen. So, da ist das Ding nämlich schon. Ich musste gerade nochmal schnell die Mischration fertig machen, die ich jetzt hier nämlich reinfüllen will. Das hier, das ist das Fahrzeug, so ein Multifunktionsfahrzeug. Wofür genau das ist,
kann ich euch gleich vielleicht noch erklären, aber die meisten von euch werden es eh wissen. Ich habe mich nämlich kurz vor der Folge nochmal ein bisschen eingelesen und mal geguckt, was kann man alles damit machen, wofür eignet sich das und wofür eignet sich das nicht. Dazu später mehr. Kommt von einem französischen Hersteller, wenn ich mich nicht täusche, nämlich von Emily und heißt ja hier AM317 und die 17 steht für die PS-Anzahl. Das Ding hat nämlich tatsächlich nur 17 PS, reicht aber auch völlig für das kleine Teil und soll sich wohl unter anderem durch eine gute Bodenhaftung auszeichnen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was macht man eigentlich damit? Und genau darum soll es jetzt gleich gehen. Bevor ich das erkläre, nochmal kurz ein ganz wichtiger Hinweis. Ich werde euch das natürlich in der Videobeschreibung verlinken, dieses Gerät. Aber ich verwende hier im Hof Bergmann-Projekt ja den Realismus-Mod, diesen Added Realism for Vehicles-Mod. Und der ist auch super, der ist auch top. Das Problem war nur, ich habe den natürlich aktiviert. Oh, das hier muss ich auch mal leer fegen, ne? Dann kann die Würste gleich mal ihren ersten Einsatz. Wobei, nee, ich glaube, das mache ich mit dem Teleskoplader. Ich habe den hier natürlich im Projekt aktiviert gehabt und dachte mir, gut, dann startest du mal mit diesem Teil hier. Und das wollte sich nicht vom Fleck bewegen. Hat so 1, 2, 3 km/h gehabt und ich habe dann erstmal dem mehr Power gegeben, mehr PS und so. Und es hat alles nichts geändert. Und dann habe ich irgendwann diesen Realismus-Mod deaktiviert. Das heißt, wenn ihr das Ding vernünftig verwenden wollt und damit dann auch die maximale Geschwindigkeit von 13 km/h erreichen wollt, müsst ihr den Realismus-Mod entweder umschreiben oder deaktivieren. Und deaktivieren ist natürlich ein bisschen einfacher, weil ich nicht weiß, welche Parameter man da so umschreiben muss. Dazu vielleicht auch später nochmal mehr. Jetzt würde ich sagen, wenn wir erstmal hier... So, gönnt euch, liebe Kühe, ne? Lasst euch schmecken. So, können wir nämlich hier richtig schön mal Futter verteilen. Und das können wir jetzt noch ein paar Mal machen. Und wie man sieht, hat das Teil hier mehrere Komponenten. So, wir haben jetzt im Prinzip aktuell kaum eine gebraucht. Also, das ist ja wirklich sehr rudimentär, wie ich es hier gerade einsetze. Aber sowohl die Bürste als auch der Schieber unten sind funktionsfähig. Kann ich euch vielleicht gleich auch mal schnell zeigen. Aber erstmal würde ich vorschlagen, nehmen wir nochmal schnell das hier mit. So, machen wir nochmal voll und dann können wir nochmal eine Runde fahren. Ich finde das klasse, das Gerät. Das bleibt auf jeden Fall auf dem Hof. Ich muss nur gucken, ob ich das irgendwie mit diesem Realismus-Mod zum Laufen bringe. Denn ihr hattet mir schon mal geschrieben, die Werte sind zu krass. Das fand ich gar nicht. Also man muss es irgendwie umschreiben, damit es realistisch ist. Ich fand das für Trecker gar nicht. Da hat es mir gut gefallen. Bei den Dreschern habe ich dann schon gemerkt, dass die sich manchmal festgefahren haben. Das fand ich ein bisschen komisch. Weil also an Stellen, wo man sich eigentlich nicht festfährt. Aber der Sprinter ist absolut unfahrbar bei schnelleren Geschwindigkeiten. Das ist ja großer Graus. Na, was macht er jetzt hier? So. Also der Sprinter, da dreht man sich dann oder rutscht weg. Das ist nicht so schön. So, ach, tolles Gerät. Können wir uns nochmal... hohe Qualität hier auch. Also kommt, glaube ich, auch auf von einem französischen Modder. Simulacri oder so. Simulacri, vermutlich. So, damit wir nochmal was anderes sehen, also ich muss natürlich noch ein paar Touren fahren, damit die Kühe dann auch wieder versorgt sind, denn im Stall brauchen die dieses Mischfutter. Ich glaube, auf der Weide kann man sich das aussuchen, aber damit wir jetzt nochmal ein bisschen was sehen, würde ich vorschlagen, nutze ich hier meinen Joystick und mache hier nochmal ein bisschen Stroh rein, denn auch einstreuen kann man damit. Und es ist wohl so, korrigiert mich gern in den Kommentaren, wenn ich es falsch erkläre, aber es ist wohl so, dass man hier den Besen oder diese Kehrmaschine hier links hat. Das ist, ja, im Prinzip einfach nur zum Saubermachen, um diese Kuhstände, wie heißen diese Boxen, wie heißen die denn, wenn man irgendwie, ich glaube beim... Melkvorgang werden die manchmal genutzt, ne? Oder manchmal stehen die Kühe auch da in solchen Boxen. Jedenfalls kann man dann vom Gang aus ganz bequem da langfahren und kann dann da so ein bisschen reinputzen. Das ist nicht so schlecht. Und unten dieser Schieber ist, glaube ich, dafür gedacht, platt gesagt, die Ausscheidungen der Kühe in die Spaltenböden zu kehren oder wegzuschieben halt allgemein. Und man kann mit dem Gerät entweder eben Futter verteilen
oder eben auch einstreuen, je nachdem, wie man das machen will und was man da machen will. Und hier sieht man nochmal, wie das funktioniert. Das kommt also aus dem Trichter, wird dann durch so eine Schraube nach unten gedrückt und dann von einem weiteren Förderband zur jeweiligen Seite, also rechts oder links, transportiert. Richtig coole Modifikation, gefällt mir richtig gut. Ich werde jetzt nur noch den ganzen Tag damit fahren. Ja, wenn da nicht noch die Modifikationen wären, die in den nächsten Folgen so kommen. Also da kommt noch einiges, könnt ihr euch noch auf einiges freuen. So, ich glaube, ich werde auch mal ein bisschen Futter verteilen und dann haben wir es auch schon für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann Ballen verkaufen. Und ja, wir werden auch weitermachen an unser Metzger zum Beispiel. Da habe ich auch in den Kommentaren gelesen, Ansgar macht die Tür zu, das wird schlecht, das Fleisch. Ich meine, das ist ja hier Gott sei Dank nicht simuliert. Ist halt ein bisschen nervig, da immer die Tür zuzumachen. Aber ich verstehe es, ich werde mal gucken, ob ich es umsetze. So. Irgendwie will bei mir die rechte Seite nicht so richtig funktionieren. Woran das liegt, weiß ich nicht. Und hier diesen Misthaufen, den muss ich auch mal abtragen. Ich meine, bei den Kühen ist es bequem. Das landet alles da hinten in diesem großen Ding. Das ist nicht so problematisch. Aber hier muss man regelmäßig Hand anlegen. So. Okay. Jetzt haben wir hier auch das Problem. Oh, ist der voll hier? Ah, jetzt funktioniert's. Ja, manchmal, also das scheint auch so ein bisschen fehlerhaft zu sein. Wie auch immer, das soll soweit von der Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und vor allen Dingen, euch gefällt das neue Gerät. Mir gefällt's mega. Und jetzt kann ich vielleicht zum Abschluss nochmal schnell hier die Funktion so. Also man kann hier diesen Schieber bewegen. Der schiebt dann auch wirklich alles weg, was dem davor kommt. Und dann kann man auch die ganze Geschichte hier bewegen. Und dann, also Moment, muss man, glaube ich, noch so, genau. Kann man hier auch noch alles sauber machen, beziehungsweise wegkehren. Wobei die Kehrmaschine oder die Bürste hier nicht so funktioniert, das kann ich vielleicht da hinten mal schnell zeigen. Das funktioniert jetzt nicht so, wie man das erwarten, oder, also das hat keinen säubernden Effekt, sondern es schiebt halt einfach den ganzen Kram nur zur Seite. Mehr ist da nicht. So. Aber das ist eben auch der Sinn der ganzen Geschichte im Real Life. Von daher alles gut, alles top. Und wir machen das Ding wieder aus. So, gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.